Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin hier in Ratingen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich bin in Funky Town, in einem Spieleparadies. Mein Sohn ist hier eingeladen zu einem Kindergeburtstag. Ich muss mal kurz ans Auto, weil ich was vergessen habe. Und ich würde sagen, ich nehme euch mal wieder mit. Ich habe nämlich einiges vor die nächsten Tage. Heute Nachmittag geht es für mich ins Zentro. Das kennt ihr bestimmt, Zentro in Oberhausen. Da treffe ich mich mit ganz vielen Instagram-Mädels und da freue ich mich schon sehr drauf. Und da werde ich euch auch mitnehmen. Ich werde nämlich ein bisschen shoppen. Wir werden zusammen so ein bisschen durch die Läden laufen und ein bisschen das Zentro unsicher machen. Und abends gehen wir noch essen. Und ich freue mich da jetzt richtig doll drauf. Auf den Tag und auf dieses Video und auf euch. Viel Spaß! So ihr Lieben, da bin ich im Zentro angekommen und ich bin natürlich nicht alleine. Hier sind noch ganz viele andere Instagram-Mädels. Und ganz viele Pokémon-Jäger. Ja. Alle mal winken! Das ist total schön hier. Wir haben uns jetzt hier bei Starbucks eingezeckt und haben uns alle jetzt erstmal einen Kaffee getrunken. Ne? Ja. Und ein bisschen shoppen waren wir auch schon. Aber nicht so viel. Jetzt machen wir eine Pause und gleich gehen wir dann noch alle zusammen essen. Das wird bestimmt auch super schön. Also genießt die nächsten Eindrücke, die ihr jetzt zu sehen bekommt. Und ja, macht die Kamera dann vielleicht gleich nochmal an oder erst morgen wieder. So, wir sind jetzt in Louisiana. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. Ich habe es nämlich gerade schon mal versucht. Ich zeige euch jetzt mal kurz die Meute. Wie schön alle winken. Wir haben uns jetzt alle leckeres Essen bestellt und was zu trinken und quatschen jetzt eine Runde. Ich sitze genau am Kopfende. Ich habe gar nicht so die Möglichkeit, mit allen so zu quatschen, wie ich will. Aber vielleicht gehe ich gleich mal rum oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall genießen wir jetzt unseren Abend. Wir freuen uns alle hier zu sein. Herzlich willkommen in Berlin. Ich bin gut angekommen und habe jetzt gerade mein Hotelzimmer bezogen. Neugierig wie ihr seid, wollt ihr sicher wissen, wo ich bin. Ich bin im Hotel Sir Savigny und ich zeige euch jetzt mal kurz das Zimmer. Also, hier kommt man rein. Dann ist hier links das Bad mit Dusche, Waschbecken und Toilette, wie sich das gehört. Und hier auf der rechten Seite ist sozusagen die Garderobe. Hier gibt es dann nochmal einen Bademantel, falls man den braucht, einen Safe. Und hier haben wir einen kleinen Sekretär. Da habe ich jetzt schon meine Schminksachen draufgelegt und meine Pinsel. Hier ist nochmal so eine Kuschelecke und da ist das Bett. Mit so einem süßen kleinen Nachttischchen dabei. Und da ist das große Fenster, wo ich gerade stand. Sehr schön hier. Ist alles insgesamt so ein bisschen so auf alt gemacht. Sieht aber sehr nett aus. Kann man sich wohlfühlen, glaube ich. Warum ich hier bin, habe ich euch ja schon erzählt. Ich bin heute Abend eingeladen zum Dream Ball 2017. Das ist eine Charity-Veranstaltung der DKMS Live. Hauptsponsor ist L'Oreal und L'Oreal hat mich auch eingeladen. Und jetzt gleich wird es an der Tür klopfen und dann bekomme ich Haare und Make-up schon gemacht, obwohl wir erst 14 Uhr haben und uns erst um 18 Uhr treffen. Um 19 Uhr ist Einlass, um 20 Uhr geht die Veranstaltung los. Das ist ein bisschen früh, aber ich bin ja geübt in diesen Dingen und werde mich dann nochmal nachpudern, wenn ich anfange zu glänzen oder so. Ich werde jetzt gleich auch mit der jungen Dame sprechen, die mich hier schminkt, oder mit dem jungen Mann, ich weiß gar nicht, wer kommt. Und sie bitten, das so zu machen, dass es auch wirklich hält für meine ölige Haut mit meinen Tricks. So Puder unter der Foundation und so, ihr wisst Bescheid. Jetzt werde ich geschminkt mit einer super schönen Foundation. Ich glaube, ich befürchte, wenn die den Abend gut durchhält, dann muss ich mir die leider kaufen. Die ist von Armani und heißt Maestro, glaube ich. Ja. Farbnummer 6. Ist die nicht schön? Die sieht so, guckt euch das mal an, so glowy aus, so gesund. Wow, ich halte hier schön fest. Ich bin sehr begeistert. Und dann schauen wir mal, wie sie den Abend übersteht. Hi. What's up von Benefit. Ja. Ich kenne mich aus, wa? Na, sitzen. Weil du hast mir so eine schöne Lippenpflege drauf gemacht. Was ist denn das? Elisabeth Arden. Ach. Edauer. Edauer, hatte ich auch schon mal. Ich bin fertig.
guckt mal, wie schön sie mich geschminkt hat. Also wirklich ganz, ganz toll. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Sie war super nett. Nur die Haare haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Das heißt, ich gehe gleich hier unten nochmal mit dem Glätteisen hinterher und mache sie mir selber so ein bisschen zurecht. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Make-up. Also dieses Maestro-Make-up hier, das fühlt sich super seidig an, aber sie hat auch extra gesagt, das ist wirklich nur für ölige Haut. Sie selbst hat trockene Haut und sie sagt, für mich ist es der Horror. Also nur, dass ihr das schon mal wisst. Ich denke, wenn es jetzt wirklich den Abend gut übersteht und ich sollte es mir kaufen, mache ich euch ein Video dazu. Also jetzt nichts überstürzen, nicht einfach kaufen das Zeug. Und ich will auch gerne selber nochmal so zum Counter gehen. Ich muss mal gucken, wo ich einen finden kann von Armani, dass ich nochmal die Farben genau ausprobieren kann, auch hier so hinmachen kann und so. Den Blush konnte sie mir leider nicht sagen, was das ist. Das ist irgendwas von MAC, sehr dunkel, aber auch sehr schön. Laguna Bronzer hat sie verwendet und von Tom Ford Paletten für die Augen. Das ist ihr sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Ich bin jetzt happy. Ich gehe jetzt erstmal was essen und dann sehen wir uns gleich wieder bei dem großen Ball. Ich bin wirklich sehr gespannt, aber ich habe jetzt noch 3 Stunden und die nutze ich jetzt zum Futtern und zum Ausruhen. Und hier noch mein Ausblick aus dem Hotel. So sieht es aus, wenn ich rausgucke. Und wir haben hier schönstes Wetter in Berlin. Richtig, richtig tolles Wetter. Guten Morgen. Ja, ihr hört richtig, es ist schon der nächste Morgen. Ich melde mich jetzt erst, weil ich habe es nicht mehr geschafft. Der Abend war lang und es war ein ganz besonderes Event. Es waren ganz, ganz viele auch bekannte Gesichter da. Wir haben an sehr schönen Tischen gesessen, haben dort gespeist und es war alles lecker. Das habe ich noch nie erlebt, dass Sterneköche so lecker kochen können. Es hört sich jetzt total blöd an, ne? Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Wenn man dann so kleine Häppchen gekriegt und das ist nicht alles lecker. Und an diesem Abend war wirklich alles mega lecker. Ich habe alles gefuttert und ich habe mich wirklich darüber gefreut. Aber darum ging es ja nicht. Es wurde ja moderiert von Barbara Schöneberger. Die hat das wirklich schön gemacht, denn es ist ja so ein bisschen so ein sensibles Thema und sie hat das aber trotzdem mit Witz präsentiert und es ging um das Thema Lebensfreude und das hat sie immer wieder aufgegriffen, hat immer wieder darüber geredet und so war halt manch schwerer Moment, den man gestern hatte, also den ich gestern hatte, denn es waren nicht nur die Sponsoren da, sondern es waren natürlich auch Patientinnen da und unter anderem auch ein kleines Mädchen und das hat mich natürlich sehr gerührt als Mama, wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind sowas durchmacht und dann sieht man halt in dem anderen Kind, was da auf der Bühne steht, sein eigenes und das tut schon sehr weh und es waren ein paar richtig rührige Momente dabei, wirklich. Also ich hatte ein Kloß im Hals und es wurde dann darüber gesprochen, dass man diesen Menschen eben wieder Lebensfreude schenken möchte, schenken kann durch diese Aktion. Es ist eine wunderbare Charity-Aktion, wirklich ganz, ganz toll. Und die Barbara hat es halt geschafft, immer wieder so den Bogen zu kriegen und hat daraus dann wieder, ich will nicht sagen, was Witziges gemacht, aber es ging ja um Lebensfreude, es ging ja darum, weiterzumachen und den Frauen Mut zu machen. Und genau das hat sie auf jeden Fall ganz, ganz wunderbar auch geschafft. Natürlich war auch Prominenz da, habe ich ja gerade schon gesagt, unter anderem Jogi Löw. Mit ihm habe ich ein Foto ergattert. Ich spiele euch das mal eben ein, vielleicht rutsche ich mal so ein bisschen an die Seite. So, dann, ja, da irgendwo, ne? Shirin David war da, eine YouTube-Kollegin, die ihr vielleicht auch kennt von, wo hat die denn mitgemacht? DSDS, da saß sie, glaube ich, in der Jury. Auch ein ganz liebes Mädchen. Und ja, viele andere. Sylvie Mais saß 2 Tische weiter. Sie habe ich immer so ein bisschen im Blick gehabt. Eine ganz sympathische Frau, die ja vor 8 Jahren selbst betroffen war von dieser Krankheit. Und seitdem ist sie dann auch Schirmherrin von der DKMS Live. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass sie da auch dran bleibt und immer wieder hilft und unterstützt. Das war richtig schön, das zu sehen. Und ganz viele andere bekannte Gesichter. Also wirklich, es war ganz, ganz toll und sehr interessant und trotzdem sehr entspannend. Zum Teil schwermütig, zum Teil aber fröhlich und insgesamt
echt lebensfroh. Die ganze Geschichte war wirklich lebensfroh. Na, unter diesem Motto stand das ja dann auch. Und ich habe das wirklich sehr genossen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Ich komme gerne wieder. Ich unterstütze weiterhin die DKMS Live. Man kann das mit einer Spende tun. Man kann ein bisschen was spenden. Jeder so nach seinem Geldbeutel. Man kann natürlich auch was Größeres spenden, wenn man mag. Und ich schreibe euch das, glaube ich, mal unten in die Infobox. Und dann kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich habe mich jetzt gerade fertig gemacht. Seht ihr ja jetzt hier. Das ist mein Make-up of the day. Und da ist mein zerwühltes Bett und da steht schon mein Koffer. Ich gehe nämlich jetzt runter. Ich gehe jetzt frühstücken. Ups. Ich gehe frühstücken und ja, dann geht's für mich wieder nach Hause, ne? Raus aus diesem schönen Zimmer. Weg von diesem wunderbaren Erlebnis. Und ich weiß nicht, soll ich mich jetzt schon verabschieden? Ja, ich glaube, es gibt sonst nichts mehr Großartiges. Ich spiele euch vielleicht jetzt im Abgang noch ein paar Bilder ein, wenn ich das nicht schon getan habe. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Hier ist besseres Licht. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.